Hallo meine lieben Freunde, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Minishcap-Part. Und ja, warum bin ich jetzt eigentlich auf einmal plötzlich wieder in dem Haus von meinem Großvater? Ganz einfach, ich bin nur mal eben kurz offscreen eigentlich in die südliche Ebene von Hyrule gegangen, um Herzen zu finden. Aber da habe ich mir gedacht, es ist eigentlich einfacher, wenn ich mich in mein Bett lege und schlafe. Und das habe ich auch gemacht. Jetzt habe ich wieder voller Energie und ich bin deswegen hier und beginne den Part auch deswegen eben genau hier, weil mein Großvater hier, also Großvater Alberich, ein zweites Mal Fragmente vereinen möchte. Na hier, er möchte wieder vereinen. Deswegen machen wir das auch. Du willst Fragmente vereinen? Gut, probieren wir es aus. Alberich, bitte sehr. Gut, dann konnte ich sogar mit meinem Großvater zweimal vereinen. Und was tut sich nun? Ah, eine Schatztruhe. Bei der Hochebene von Beele. Ah, das passt. Jetzt passiert bestimmt was Gutes. Jo. Gut, also, dann hat der Part mal wieder schön angefangen, wieder was vereinen können. Und übrigens, das müsste eigentlich eh gehen. Tingle ist ja immer noch hier oben. Ne? Der steht immer noch hier rum. Mit den Tingle-Brüdern habe ich ja schon Fragmente vereint. Ich glaube, die wollen alle ja auch nur wirklich ein einziges Mal vereinen. Aber bei Tingle, den kann ich noch so anquatschen. Ach, der will doch nochmal vereinen. Okay, super. Du bist Fragmente vereinen, das probieren wir. Hey, geil, Tingle möchte ein zweites Mal vereinen. Na dann, ich habe ja was Passendes. So, im letzten Part war ich ja im Tal der Königsfamilie und habe von dem Geist von König Gustav das goldene Glücksfragment bekommen, was ich bei der... Ah, und hier ein goldener Arachno. So, Gongolberg, super. Ja, sie passen perfekt zusammen. Jetzt kann ich eine Fee werden. So, wenn man ihn jetzt nämlich, glaube ich, nochmal normal anspricht, müsste er mir sagen, wie viele Fragmente ich noch vereinen soll, oder? Das zweite Fragment passt auch. Juhu, jetzt werde ich eine Fee wie du. Ich werde eine Fee, ganz bestimmt. Tingel, Tingel, Meer und Sand, juhu. Ah, hier. Du musst nur noch 28 Glücksfragmente finden. Du bist schon recht weit. Aha, also wunderbar, dass er mir das jetzt gesagt hat. Das heißt, ich muss noch genau 28 Mal mit 28 Personen oder auch Tieren insgesamt muss ich noch Fragmente vereinen. Dann habe ich es geschafft. Dann habe ich nämlich mit allen möglichen Leuten im Spiel vereint. Dann bin ich damit fertig. Also 28 ist gar nicht mal so viel. Er hat ja auch gesagt, ich bin recht weit. Jetzt hat er doch noch ein zweites Mal vereinen wollen. Jetzt frage ich mich eigentlich, ob die anderen auch nochmal wollen oder ob er der Einzige ist. Ich glaube aber, er war der Einzige. So, ich will noch kurz gucken. Westliches Wäldchen. Ach so, da hat sich ja auch wieder ein Baum aufgerichtet. Welcher war denn das eigentlich? Der hier. 100 mysteriöse Muscheln. Ja, ich habe mir offscreen, wie gesagt, auch wieder Figuren geholt. Ich habe jetzt einige sehr schöne Figuren schon bekommen. Ich habe zum Beispiel die Figuren von allen drei großen Feen und von meinem Großvater, von Alberich, habe ich die Figur. Von Ezelo als Mütze habe ich auch schon die Figur. Und noch von ein paar Gegnern. Also, die habe ich mir wieder offscreen geholt. Aber jetzt, wie gesagt, hier Hochebene von Beele. Da ist jetzt auch noch eine Truhe. Fünfer, so. Ja, und die hohe Libellenfee auf dem Weg zum König, also im Tal der Königsfamilie, die hat mir den allergrößten Pfeilköcher geschenkt. Jetzt kann ich 99 Pfeile mit mir tragen, richtig geil. Ja, und wie gesagt, beim Friedhof habe ich Boris den Totengeber getroffen, der hat mir den Schlüssel zum Friedhof gegeben und im Königsgrab selber hat eben der Geist von König Gustav zu mir gesprochen und hat mir ein goldenes Fragment überreicht und er hat mir gesagt, ich solle zur Quelle von Hyrule gehen. Dann wird sich ein Weg öffnen. So, aber erstmal, wie gesagt, hier. Hier. Ein rotes Glücksfragment. Okay. Naja, besser als nichts. So, zack. Man muss sowieso von der nördlichen Ebene von Hyrule jetzt hingehen. Auf der Karte ist das witzigerweise gar nicht eingezeichnet, obwohl eigentlich muss ich jetzt nur zum Seeler Wasserfall gehen, da wo ich eigentlich noch nicht wirklich lange gewesen bin. Mein nächstes Ziel ist der Seeler Wasserfall. Zack. Und zack. So, du stehst auf, du. Seeler
Fehlerwasserfall. Und da ich jetzt mit den Schwimmflossen schwimmen kann, kann ich mir gleich mal das Herzteil dort unten schnappen. Konnte ich ja bisher noch nicht. Aber jetzt gehört es mir. Yeah, Herzteil erhalten. Jetzt habe ich zwei Herzteile. Genau. So. Wir sehen, hier ist auch wieder ein Wasserfall, der sich später immer noch teilen wird. Und hier kann auch wieder so ein... Ihr wisst schon, eine flache Fläche entstehen, dass ich hier an Land gehen kann und mich da reingraben kann. So, die Viecher sind echt nervig, diese bombenabwerfenden Viecher. Ich weiß gar nicht, wie kann man die eigentlich besiegen? Weiß ich gar nicht, naja, egal. Die Quelle, von der der König gesprochen hat, die befindet sich eh gleich hier. Das ist nämlich hinter diesem Tor. Alter! Leck mich doch mal! Hör auf mit deinen scheiß Bomben! Ich hasse diese Viecher! Oh, was für ein riesiger Wasserfall! Ein wahrhaft überwältigender Anblick! Genau, und seht mal, diese Steintür hier! Genau da passt das goldene Fragment hinein. Das ist nämlich das Tor zur Quelle. Und mit dem goldenen Glücksfragment vom König kann ich es öffnen. Die beiden Fragmente passen perfekt. Jetzt geschieht etwas Wunderbares! Genau! Die steinerne Tür. Ach so, die sogenannte Quelle ist hier. Dieser Wasserfall ist bestimmt die Wasserquelle von Hyrule. Gustav sagte, dass dahinter etwas liegt, das zum letzten Element führt. Lass uns es anschauen, Link. Genau. So. Wow, es ist auf jeden Fall gleich mal stockdunkel. Brauche ich meine Lampe. So. Aha, Fledermäuse. Okay. So. Auf jeden Fall muss ich hier wieder nach oben gehen. Sehr weit nach oben. Oh mein Gott, ein roter Tod. Warte mal, kann man die mit Pfeilen töten? Ja, mit Pfeilen kann man diese Viecher umbringen. Und auch hier... Hehe, wieder so ein Geheimgang. Also. Und... So, und hier hinten ist eine Truhe. Mit 50 mysteriösen Muscheln. Und hier geht's nach oben, aber ich will erstmal wissen, wo es nach draußen geht, weil hier noch ein Ausgang ist. Ach so, okay, da kann ich nach oben klettern, aber nein. Ich möchte, wenn, dann erstmal hier rauf. So. Ist schon wieder dunkel. Immer zappenduster. Aha, ein Geist. So, noch weiter rauf. Aha, Schieberätsel, ha? Okay. Zwei Schieberätsel oder wie jetzt? Also ich kann zwei Blöcke verschieben. Alter, ich hasse diese Viecher. Von denen habe ich jetzt auch schon eine Figur gekriegt. Ach so, ja, ist eh ganz leicht. Also, drei teilen. Ching, ching, ching. Dann einmal verschieben. So, dann kann ich hier raus. So, und hier 100 mysteriöse Muscheln. Ja, das ist wirklich ein ziemlich großer Wasserfall. Gut, dann habe ich mir hier Muscheln geholt. Und jetzt... Aha. Jetzt muss ich das hier so verschieben. Und dann wieder drei teilen. Ich wusste ja, ich würde wieder genug Muscheln finden. Das heißt, später irgendwann hole ich mir dann neue Figur. Also wieder neue. So. Hier runter. Und dann nach draußen und dann bei der Kletterwand mal ab nach oben. So. Steinschleim. So roter Schleim, der irgendwie so eine Steinmaske hat. So, und diese Viecher. Mann, wie besiegte man euch nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Die fliegen ja auch. Na egal. Erstmal hier nach oben. Und hier oben ist nach langer Zeit auch mal wieder endlich ein Windmal. Träger der heiligen Macht des Windes, Flügel mögen nur noch dich tragen. Oh, wieder ein Windmal, ein weiterer Ort, den du mit der Ocarina erreichst. Ja, jetzt wissen wir ja, worum es sich hier handelt. Das heißt, jetzt schreckt er auch nicht mehr so wirklich. Ein weiteres Windmal. Das heißt, jetzt kann ich immer wieder hier hoch nach oben, wenn ich das möchte. Mann, ihr geht mir auf den Nerv hier, Mistviecher. So, aber du auch, deine blöden Bomben hier. Hörst du auf? So ein Scheißvieh, ich hasse sie. So. Was haben wir denn hier? Oh, hier kann man schon wieder eine Bombe zünden. Bams. So, was ist hier nebenan? Eine Truhe. Bestimmt wieder mit einem Fragment. Oh. Tatsächlich. Nee, doch nicht. 50 mysteriöse Muscheln. Wie viel habe ich jetzt schon wieder? Schon wieder 305. Ja, könnt ihr mal sehen. Das wären wieder viel zu viele gewesen,
die ich dann gar nicht alle mit mir rumtragen könnte, hätte ich jetzt nicht einige wieder in der Figurenlotterie verwendet. So, hier nach oben, nach oben. So, dann hier wieder rein. Das ist ziemlich umständlich hier. Schon wieder eine Truhe. Haut ihr wohl mal ab. Wow, 100 Rubine, geil. 100 Rubine. Auch nicht schlecht. So, Moment mal. Nee, ich will ja nicht nach unten, ich will nach oben. So. Genau, so. Und hier jetzt noch weiter rauf. Seelerquelle. Was zum... Was ist das denn? Tja, wer oder was das da ist, das wisst ihr doch bestimmt alle, aber... Naja, der Typ schläft noch. Den kann ich auch erst wecken, wenn ich ein Fragment vereint habe. Das wird aber erst später der Fall sein. Naja. So. Was war, ein Wirbelsturm? Was ist das? Ein großer Wirbelwind? Hier kommen wir wohl nicht weiter. Was sollen wir nur machen? Was wir machen sollen? Ja, ganz einfach das hier. Über den Wolken. Ich lebe noch. Link, du! Wagemut hat auch seine Grenzen, stürzt sich einfach in den Wirbelsturm. Das hätte unser Ende sein können. So etwas? Deine Waghalsigkeit hat sich offenbar doch gelohnt. Ist hier am Ende die Welt über den Wolken? Hier muss es etwas geben, das zum Element führt. Suchen wir danach. Ja, ich befinde mich jetzt über den Wolken und hier ist überhaupt so eine komische Wolke, die so herumfabbelt. Und kennt ihr noch diese Person hier? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt genau dieselbe ist, aber wenn wir uns zurückerinnern, ganz am Anfang des Spiels, als das Minischwest stattgefunden hat, haben wir auch zwei Leute gesehen, die genauso angezogen haben waren wie diese hier. Das ist nämlich das Volk des Windes. Das lebt hier oben im Himmel. Und sie möchte doch gleich mal Fragmente vereinen. Du bist Fragmente vereinen? Oh ja. Sie heißt Cirrus. Genau, die heißen auch irgendwie alle wie Wolken. Also wie verschiedene Arten von Wolken. Die heißt eben Cirrus. Alter, ich habe schon wieder nur noch mein einziges Grünes, was so aussieht. Ui. So. Aber egal, das passt hier wenigstens. Bitte sehr. Das ist gleich unten bei der Quelle. Noch ein goldener Arachno. Sie passen zusammen, passiert jetzt etwas Gutes? Na klar. Hey, wie geht denn das? Du kannst ja auf Wolken gehen, obwohl du von der Erde bist. Aber was mich noch mehr wundert, ich war mit meiner Schwester auf dem Minischfest und auf dem Rückweg war auf einmal alles voll von Ungeheuern. Normalerweise weht ein günstiger Wind, wenn man mit dem Fragment, das auf dieser Wolkentafel abgebildet ist, Fragmente vereint. Doch wegen der Ungeheuer können wir keine Fragmente suchen und auch nicht dorthin gelangen, wo man Fragmente vereint. Du bist doch stark. Suchst du ein paar Fragmente für uns und vereinigst sie? Ja, natürlich. Seht mal, diese Wolke hier, die muss verschwinden. Und hier sind auch einige kleine Windräder. 5 an der Zahl, die müssen sich alle drehen, damit diese Wolke hier verschwindet. Das heißt, hier oben über den Wolken muss ich jetzt besondere Glücksfragmente finden. Ah ja, und das ist eh schon die Schwester. Ja, und auch sie möchte vereinen. Du wirst Fragmente vereinen sehr gern. Das ist Stratus. Und sie hat wenigstens ein rotes. Na dann, bitte sehr. Tada! Ah ja, da teilt sich schon wieder ein Wasserfall. Sehr schön. Das ist der obere. Sie passen perfekt zusammen. Vielleicht passiert ja was Gutes. Was machen wir nur? Was machen wir nur? Nanu, wenn du als Mensch von der Erde auf Wolken gehen kannst, musst du ein guter Mensch sein. Ich habe ein Problem. Ich war mit meiner Schwester auf dem Minischfest. Und auf dem Rückweg wehte plötzlich kein Wind mehr. Jetzt kommen wir nicht mehr nach Hause. Ja, und seht mal hier, in diesen besonderen Wolkentafeln sind auch wieder goldene Fragmente. Aber jetzt habe ich ja leider kein Gegenstück. Das heißt, die muss ich hier suchen. Und hier ist ein roter Wirbelwind. Der befördert mich eine Ebene weiter rauf. So, das war hier auch echt nicht angenehm und einfach. Was haben wir denn hier? Da ist ja schon ein goldenes. Geil, aber ob das das ist, was ich da unten brauche, weiß ich nicht. Ich brauche jetzt sehr viele. Ich glaube, es sind eh genau 5. Für jedes dieser Windräder eines, das ich finden muss. So, seht mal, hier könnte ich jetzt auch wieder runter. Aber hier ist noch ein Wirbelwind. Aber ich weiß gar nicht, ob ich da rankomme. Nee, ich springe hier runter. Wow! So. Oh, und hier sind solche ganz komischen Haie, die in den Wolken leben. Wolkenfische oder keine Ahnung, wie die jetzt genau heißen.
So. So, die kann man auch wirklich nur mit dem Schwert dann verwunden, wenn sie aus den Wolken rausspringen. Mann! Mann, ey, ich hasse das. Komm raus da! Ja, manchmal sind sie auch so doof und fallen dann einfach runter. So, tot. So, der Wirbel schon wirklich hier noch hoch. Hui! Alter, das war nämlich richtig umständlich, die alle zu finden. Also die ganzen Fragmente. Und man kann sich hier sogar durch die Wolken graben. So, hin und wieder findet man da nämlich auch irgendwas. Ich glaube hier... Doch! Ein rotes Glücksfragment, supi! So, ich will mal hier runter. Wow! Ah, hier kann ich vereinen. Hier ist auch so ein goldenes. So, wundersame Wolke, genau. Und das, was ich gefunden habe, passt hier sogar. Super! Wir sehen auf dem goldenen Fragment hier sogar ein Wirbelwind abgebildet. So. Genau, wenn ich jetzt mit diesen wundersamen Wolken was vereine, dann... Genau. Da dreht sich hier eines dieser Windräder. Also es gibt nicht nur wundersame Wände, wie ihr seht, es gibt auch wundersame Wolken, ja. So. Also. Eines habe ich schon mal, fehlen noch vier. Und jetzt muss ich hier mit den ganzen Wirbelwinden hier... über den Himmel... zu anderen Bereichen und neue Fragmente finden. So, na, ich will erstmal hier runter. So, ah, seht mal, hier ist auch wieder so eine Wolke. Alter, ich hasse diese Fische. Aua. So ein Mistvieh, aber seht mal, hier ist doch sonst gar nichts. Los, komm her. Komm raus. Und tot. Ach so! Ah, cool, ich musste die beiden sogar besiegen, damit hier ein goldenes Fragment auftaucht. Geil. So, tada! Glücksfragment erhalten und wieder zurück. So, das kann jetzt hier, wie gesagt, ein Weilchen dauern, bis ich alle gefunden habe. Das zweite habe ich jetzt schon mal. So, hier drüben geht's weiter. Vor allem ist es irgendwie ein bisschen schwierig, sich das dann alles zu merken. Man kann jetzt hier runter, aber auch hier rauf. Oh, Moment. Aber doch, nee, es geht so. So, was ist denn hier drin? Noch ein goldenes! Super, das dritte! Da fehlen nur noch zwei. Und hier hinten? Was ist hier hinten? Aha, noch mehr Zonen, aber hier sind sicher keine mehr drin, hier ist irgendwas anderes. 50 mysteriöse Muscheln! Und nochmal 50 mysteriöse Muschis! Okay, dann habe ich noch eins gefunden, da fehlen nur noch zwei. Ja, und ich muss natürlich noch die dazugehörigen wundersamen Wolken finden, um mit denen dann noch zu vereinen. Das ist natürlich auch noch wichtig. So, das heißt, eigentlich geht es hier runter. Wow! So. Yeah, wir graben uns doch Wolken, aber man sollte hier echt nicht abstützen. Das wäre sehr schmerzhaft, wenn man hier runterfällt. Oh, diese Viecher sind auch ziemlich fies. Sehen fast ein bisschen aus wie Lakitus und werfen so eine Blitzkugel. Die kann man, glaube ich, nur mit den Pegasus-Stiefeln überwinden. So. Genau. Einfach durchlaufen. Und hier kann ich vereinen. So, und... das hier passt. Wunderbar. Das zweite Windrad dreht sich. So, fehlen noch drei. Zwar noch zwei Fragmente, aber noch drei Wolken. So, schwupps. Wieder zurück. Dann war hier... geht's ja hier unten noch weiter. Hier drüben. Ja, man muss nur aufpassen, dass man auch wirklich jeden Wirbelwind so gut wie immer erwischt, damit man nicht nach unten fällt. So, erstmal will ich hier unten hin. So, ah, wieder was zum Graben. Nochmal mysteriöse Muscheln. Jetzt ist aber mal wieder genug, hä? So, und... wow! Ui, schon wieder Fische. Mann, haltet doch mal still. Ich hasse das. Haha, der Trottel ist echt abgestürzt. Ist da voll runtergefallen. So. Moment mal, da drüben geht's auch wohin. Und hier, ich glaube, hier ist wieder so ein Typ, oder? Genau. So. Und, passt was? Es passt. Jawohl. Wunderbar, dann bewegt sich das dritte Windrad.
Fehlen also nur noch zwei. So, und hier geht's mal nach oben. So, ah. Wieder eins gefunden. Supi. Gut. Alter, der nervt. So. Jetzt ist der Fisch wieder da. Egal, jetzt geht's hier nach drüben. Nehme ich hier hoch. Und hier gleich wieder runterfallen. Wow. Na, nein. Halt! Das wollte ich nicht. Du bist ein Trottel. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch hier bleiben. Mann, ey, du Fisch. Stirb. Los, komm doch mal hier. So, und tot. Hier ist noch einer. Und tot. Jawohl. Und hier ist das Letzte. Da ist das... Ja, das ist das Letzte. Jetzt muss ich nur noch mehr die letzten beiden Wolkentafeln finden. Ja, die wundersamen Wolken. Also, ab nach oben. War doch hier rechts unten auch noch irgendwas, oder? So, Moment, was ist hier noch? Nochmal mysteriöse Muscheln. Jetzt habe ich aber wieder... Wie viele? Über 500. Wow. Holy moly. So, jetzt geht's mal nach hier. Moment. Graben. Wow, hier war ein kleines Loch. So, jetzt bin ich hier drüben. Runtergefallen, voll Idiot. So, hier muss jetzt irgendwo noch eine wundersame Wolke sein. Ich glaube, eh gleich hier vorne. Irgendwo. Ah, blaues Glücksfragment gefunden. Toll. Und, na, wo ist sie denn? Ach so, nee, hier unten. Da ist sie. So, da passt jetzt dieses hier. Und die fünfte und letzte wundersame Wolke, die befindet sich ja ganz am Anfang. Na, da wo, na, ihr wisst schon, da drüben. Also. Na bitte, war gar nicht mal schwer. Ich habe alle gefunden, jetzt muss ich nur noch mal wieder zurückkommen. So, wie komme ich jetzt wieder zurück? Ich glaube, wenn ich in den... Ah, wenn ich hier reinspringe. Hier rüber. Also hier ist leider so eine blöde Wolkenwand. Und dann hier lang. Genau, und dann hier so durchgraben. Ich glaube hier noch nicht. So, hier. War das hier? Nee. Verdammt, ich will wieder zurück. Das war eher hier unten. Wow. Genau, hier und jetzt. Ah ja, seht mal, hier ist es ja schon. So, also, die letzte wundersame Wolke, das letzte goldene Fragment. So, zack. Und ich hab's geschafft. Jetzt passt auf, wenn sich alle fünf Windräder drehen, werdet ihr sehen, dass die Wolke hier verschwindet. Und noch ein Wirbelwind. So, die werden freuen sich natürlich, weil die... Wow, werden jetzt da hochgewirbelt und das werde ich auch machen. Noch eine Ebene nach oben. Sehr, sehr weit nach oben. Ah, hier ist noch ein Windmal. Super. Das allerletzte übrigens. Wer hat nur hier oben dieses Gebäude errichtet? Link, vielleicht kann uns hier jemand etwas über das Element sagen. Ganz genau. Hier hoch, 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 hoch. Oben so hoch geht's gar nicht mehr. Gerade mal, dass man hier noch frei atmen kann, ist ein Haus. Und hier lebt das Volk des Windes. So. Und erinnert ihr euch noch, wir waren schon einmal hier. Und zwar ist das jetzt schon ein Weilchen her. Ich bin nämlich damals mit diesem geheimen Warpfeld hierher gelangt. Ne? Erinnert euch noch daran, dass ich hier noch was machen konnte und... Ah, du bist es. Ich dachte schon, dass wir nie wieder nach Hause zurückkehren könnten. Aber du hast ein Skelett, in dem du Fragmente vereint hast. Wenn du etwas suchst, frag doch mal die Älteste im fünften Stock. Sie kennt alle Gerüchte, die der Wind über das Land trägt. Okay, werde ich dann gleich machen.
Ah, du bist doch Link. Da du vorhin mit Hilfe des Glückssiegels zu uns kamst, weißt du wahrscheinlich nicht, dass dies die Zuflucht unseres Volkes ist. Wir wachen über dem Palast des Windes. Dort ruht das Windelement. Oh, endlich weiß ich, wo es sich befindet, im Palast des Windes. Da muss es natürlich jetzt noch hinkommen. So, und früher stand hier auch immer eine Frau rum, die diese Treppe hier versperrt und blockiert hat. Die ist jetzt zum Glück weg. Aber vorher werde ich noch jemanden besuchen. Nämlich Opa Gasto. Na, ihr erinnert euch, als ich das erste Mal hier war, habe ich ihn ja von einem Geist befreit. Oh, und sie hier möchte vereinen. Du bist doch meine Vereinen sehr gern. Cumulus. Na dann, bitteschön. Ah, das ist auch wieder hier, da wo noch der goldene Arachno rumspringt und hier ist eine Schatztruhe aufgetaucht. Sie passen perfekt zusammen, vielleicht passiert ja was Gutes. Wer hätte das gedacht, das ist doch Link. Vielen Dank nochmals, wegen neulich unserem Opa geht es blendend. Genau, und da ich ihm damals geholfen habe, hat er mir auch noch versprochen, dass wenn wir uns wiedersehen, dass er dann was Schönes für mich hat. Also, dass ich ihn einfach mal wieder besuchen soll. Und das werde ich jetzt auch tun. Ich weiß gar nicht, will er auch? Nee, er möchte nicht verändern. Aber einfach unbedingt mal ansprechen. Der gibt einem nämlich was richtig, richtig Geiles. Ah, du bist Link. Danke für deine Hilfe. Ich habe wieder etwas Gutes gefunden und für dich verwahrt. Bitte! Lichtbogen erhalten! Pfeile mit der Kraft des heiligen Lichts! Ist das nicht geil? Ich habe den Lichtbogen von ihm bekommen! Komm mal wieder vor, wenn du bei mir in der Nähe bist. Ja, der Lichtbogen, das ist ein optionaler Gegenstand, den man nur dann bekommen kann, wenn man, bevor man das erste Mal regulär hier in dieses Haus kommt, so wie ich gerade über die Wolken, muss man halt schon viel früher mit diesem geheimen Wapfel, mit diesem Glückssiegel hierher kommen und eben den Geist von Opa Gasto absaugen. Dann schenkt er einem, wenn man ein zweites Mal hierher kommt, auf dem normalen Weg, dann schenkt er einem eben den Lichtbogen. Wenn ich das nämlich nicht früher gemacht hätte, also wenn ich den früher nie getroffen hätte und jetzt zum allerersten Mal hierher käme, dann würde Opa Gasto gar nicht mehr leben. Also der wäre dann einfach nicht da und dann kann man den Lichtbogen auch nicht bekommen. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man das vorher macht, so wie ich eben. Und ja, jetzt habe ich den Lichtbogen, der ist richtig super. Die Lichtpfeile sind nämlich noch sehr viel stärker als die gewöhnlichen Pfeile. Jetzt habe ich quasi 99 Lichtpfeile, also hier, Lichtbogen. Einfach nur awesome. Und jetzt gehe ich noch weiter rauf. So, und da geht es noch weiter rauf, cool. So, hier noch ein bisschen Geld. Schon wieder über 600 Rubine. Willst du vereinen? Sie möchte. Frag meine Vereine sehr gern. Erna. Okay, Erna, bitteschön. Gut, dass ich so viele dabei habe. Aha, geheime Welt von Tabanta. Ein goldener Gift und es sind doch so viele goldene Gegner übrig, da kriege ich wieder richtig schön viel Geld. Perfekt, es passiert ja gar nichts. Doch? Das hast du nur nicht gecheckt. Wir vom Volk des Windes haben großes Talent darin, Fragmente zu finden. Wir sind so gut, dass wir nicht wissen, wohin mit den vielen Fragmenten. Da hilft auch Ordnen nichts, wenn sie uns noch jemand abnehmen würde. Ja, das habe ich ja gerade vereint. So, was haben wir denn hier oben noch? Drei Schatztruhen! Na, die mache ich doch gleich mal alle auf. Ein blaues Glücksfragment. Und noch ein blaues. Und noch ein rotes. Geil. Gleich mal einfach so drei weitere Glücksfragmente bekommen. Supi. Und jetzt gehe ich noch einen Stock nach oben. Okay, die Kleine hier will mich nicht vorbeilassen, aber das ist die Kleine von vorhin, die mit ihrer Schwester hier zurückgekehrt ist und auch sie... Nee, Quatsch, mit ihr habe ich ja schon vereint. Trotzdem. Nimm den großen Wirbelwind hier auf dem Dach zu, um zum Palast zu gelangen. Aha, aber erstmal spreche ich noch mit der Ältesten. Die ist nämlich hier zu finden und hier sind noch zwei Schatztruhen. Noch ein rotes Glücksfragment. Und noch ein rotes. So, ich glaube, sie möchte auch vereinen. Ja. Du willst Fragmente vereinen, ja? Schön langsam, mein Kind. Ja, das hier ist Vortex und boah, hab ich ein Glück. Ich habe ja so ein Glück. Ich habe jetzt noch genau ein einziges von diesem Grünen hier und das passt. Sehr super duper geil. Gut, was tut sich hier noch? Aha, beim Friedhof tut sich irgendwas. Eine Schatztruhe.
Das heißt, irgendwann muss ich nochmal ins Tal der Königsfamilie gehen. Oha, das passt. Jetzt geschieht bestimmt etwas Gutes. So, und jetzt normal ansprechen. Sei gegrüßt. Wir sind das Volk des Windes. Vor langer Zeit stiegen wir auf zum Himmel und nahmen den Palast des Windes mit uns. Zurück blieb das, was ihr die Ruine des Windes nennt. Wir sehen, was unten geschieht, denn der Wind erzählt uns, was er sieht. Ein kleines Kind sucht die Elemente, um die Prinzessin zu retten. Auch das Vati Böses tut, hat uns der Wind zugetragen. Das Windelement befindet sich im Palast des Windes über uns. Ist das heilige Schwert vollkommen, öffnet sich Vatis Weg zum Force. So heißt es in den Legenden, die das Volk des Windes kennt. Gib Acht, wenn du alle vier Elemente auf das Schwert übertragen hast und so das heilige Schwert entstanden ist. Es ist möglich, dass auch Vati davon weiß und auf den entscheidenden Moment wartet. Menschen dürfen unseren Palast eigentlich nicht betreten, doch bei dir machen wir eine Ausnahme. Geh nur hinauf aufs Dach. Gut. Das heißt, sie wird mich jetzt vorbeilassen. Gehst du zum Palast? Wenn ich groß bin, traue ich mich vielleicht auch, den Palast zu erforschen. So, Dankeschön. So, und nun befinde ich mich auf dem Dach dieses Hauses. Und hier sind auch wieder diese bunten Vögel, die wir schon aus der Ruine des Windes kennen. Das spielt auch wieder diese wunderschöne Melodie. Wunderbar. Oh, eine Fee. Dann komm mal hier, heile mich. So, danke. Und noch eine. Cool. Also, Freunde. Genau hier oben auf dem Dach ist ein weiterer Wirbelwind. Und der katapultiert mich jetzt noch eine Ebene weiter nach oben. Und dadurch erreiche ich den Palast des Windes, den fünften Dungeon des Spiels. Da, wo ich das letzte Element finden werde, das Element des Windes. Und um es spannend bleiben zu lassen, werde ich natürlich erst im nächsten Part in diesen Wirbelsturm springen und den Palast des Windes erreichen. Also, freut euch auf den nächsten Part, denn da geht's endlich los mit dem fünften Dungeon, mit dem Palast des Windes. Wir sehen uns, Freunde, und auch wieder mal danke fürs Zusehen bei diesem Part. Also, macht's gut. Tschüss.